Leute, einen bombastischen guten Tag euch lieben Leute, und willkommen zu einem One vs One Turnier auf dem Timolia Server heute. Und ja, wie ihr schon sehen könnt, ist heute neue Varo Map wurde veröffentlicht. Und deshalb gibt es hier jetzt alles rund ums Varo Gebäsche. Wir trinken direkt einen Trank der Heilung und trinken einen Goldapfel. Einen Goldapfel trinken. Und dann gehen wir drauf. Oh, okay. Hat sich weggeportet. Dann können wir jetzt hier direkt nachfüllen. Unser Aim ist gerade ein bisschen, also er ist nicht der Beste, sagen wir es mal so. Irgendwie fehlen mir gerade die Minecraft-Sounds ein bisschen. Okay, da haben wir ihn. Ja, wir haben ihn. GG. Und dann gehen wir in den nächsten Kampf. Dann machen wir das hier dahin und dann haben wir direkt alles wieder. Oh, ich hätte gedacht, er wusste nicht. Oh, oh Gott, oh Gott! Er hat uns in der Luft. Oh Gott, Alter, das war schlecht. Schlechtester Fight ever. Okay, da haben wir ihn getroffen. Wir haben ihn. Ich sag, wir haben ihn. Ja, wir haben ihn. Und da sind wir auch, da haben wir das jetzt fertig. Und dann sehen wir uns gleich in der nächsten Runde. Und, jo Leute, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Diesmal gegen, keine Ahnung wen. Okay. Ich muss mir halt immer alles richtig hotkeyen, damit ich effizient kämpfen kann. Da haben wir ihn auch einmal getroffen. Und da haben wir ihn des Todes gekombot. Ich bezweifle, dass er den Kampf noch gewinnen kann. Okay, GG. Ich glaube, ich lasse das jetzt alles mal so. Ah nee, ich mache doch noch das hier. Ich weiß nicht, ob ich mir einen Weakness-Trank reintun soll. Also ich werf mal den hier weg. Na, ich glaube, ich behalte das doch so. Und hol mir jetzt erstmal wieder meinen Heiltrank. Wow. Nicht so schnell, mein Freund. Dann gibt es hier ein episches Bogenbattle. Ich glaube, wir spielen erstmal ein bisschen mit ihm. Damit wir nicht danach wieder so lange warten müssen, dann habt ihr auch mehr zu schauen. Der verreckt uns aber jetzt auch bitte nicht. Der ist nun nicht so gut wie wir im Schwertkampf. 360 Short. Ich glaube, er spielt noch nicht so lange Minecraft. Trifft uns aber ziemlich gut. Geh runter. Ich glaube, jetzt können wir so langsam in dem Garaus machen. Dann nehmen wir noch unseren Heiltrank. Oh. Ne, da haben wir eben zwei Hits reingedrückt. Alter. Krass. Hey, wo ist er? Ja, GG. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Jo Leute, willkommen zurück. Wirst du wohl hier bleiben?
So, wir haben jetzt wieder alles hier. Palle Pille. Okay, den Boss spammen wir ziemlich gut. Ich glaube, er muss gleich schon einen Trank trinken. Hä, hey, was ist mit ihm falsch? Dann werfen wir wieder eine Enderperle. Und diesmal lassen wir ihn nicht entkommen. Mann! Er leckt leider ein bisschen. Wir können ruhig, wir müssen nicht so sparsam mit den Heiltränken sein. Ich glaube, er hat voll auf sehr wenig Leben. Aber sonst hat er ja auch den Heiltrank getrunken. Okay, das tankt er nicht, das tankt er nicht. Das kann man nicht tanken. Ja, GG. Und da hätten wir dann auch den... diesen Kampf gewonnen. Gehen in die Mitte und Bossbang hin. Okay. Er geht lieber weg von der Mitte. Au. Ein bisschen weiter runter. Oh Gott. Ja, alles easy. Und dann gehen wir jetzt drauf. Nehmen uns aber vorher noch wieder unsere Lava mit. Ich glaube, er hat keinen goldenen Apfel gegessen. Das ist unsere Chance, ihn zu vernichten. Oh. Und das hätten wir dann auch. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. Jo Leute, willkommen zurück. Und wir spielen jetzt in der K.O.-Phase gegen jemanden, der ein ziemlicher Camper ist. Und ein Boss-Bammer. Den habe ich schon öfters gesehen. Er hat einen MC-Expert. Skin. Okay, so, also er ist doch ein bisschen offensiver, als ich gedacht habe. Ich glaube, der hat immer die Taktik. Okay. Wir treffen uns ungefähr gleich gut. Jetzt habe ich ihn besser getroffen. Okay, er wird verlieren. Ja, GG. Und damit hätten wir dann die erste K.O.-Phase schon gemeistert. Das war jetzt ziemlich kurz, aber dann sehen wir uns gleich wieder. Tschüss. So Leute, willkommen im dritten, in der dritten Runde. Und wir spielen gegen Siona, der, weiß ich noch, so mittelgut war, aber halt ein sehr großer Boss-Bammer ist. Hey, wie, was? Es laggt! Mann, Jan, geh weg, ich nehme gerade auf, bitte. Okay.
lol. Alter. Er laggt total. Irgendwie ist das komisch. Okay, jetzt haben wir ihn aber. Hä, warum lebt es denn so? Ja, GG. Dann steht jetzt 1-1. Er laggt leider total. Irgendwie ist seine Taktik komisch. Wir laufen weiter. Entschuldigung, dass ich gerade so still bin, aber... Also er laggt einfach zu komplett des Todes. Ich bin tot. Ich bin des Todes. Ich bin des Todes. Nein, Mann, dieser Spacko, warum laggt er denn? Ja, toll, du laggst einfach nur. Ja, okay, dann war's das heute. Jetzt streiten wir uns, wer laggt, und ja, ich denke, ich habe nicht gelaggt, weil bei mir alles flüssig ging. Okay, also bevor wir uns jetzt noch stundenlang mit dem streiten, habe ich das jetzt einfach noch geschrieben. Und das war's das auch heute für One vs One. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Falls ihr mehr davon wollt, schreibt es in die Kommentare und gebt ein Like. Dann sehe ich, dass ihr mehr davon wollt. Mir persönlich hat super viel Spaß gemacht. Ich werde das auch auf jeden Fall öfters machen. Ihr müsst euch halt nur einstellen, dass ich dann nicht die ganze Zeit rede, weil so welche Kämpfe wie gegen diesen Siona mit seiner Steintaktik sind dann schon etwas schwerer. Und dann sage ich einfach nur tschüss, Leute. Und abonnieren nicht vergessen. Tschüss.